Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zurück, ihr Schleimbeutel. Wir machen da auf, wo wir das letzte Mal. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich kann sprechen Deutsch. Ihr mich verstehen. Gott. So, da es Nacht ist und es wieder huckelt und wugelt und muggelt. Immer. Dime Rancher 2, beruhigt die wieder. 6 Stunden schlafen, glaube ich, würde reichen. Jetzt müssen wir schauen, wie schaut es mit dem Futter aus? Jetzt werden sie hier gerade gefüttert. Wir haben letztens auch einen, ich nenne es einfach mal Waschbär. Slime? Ich habe doch extra für dich ein Gehege gemacht, Dude. Ja gut, dann stellen wir den mal hier hin. Vielleicht wird er uns gleich wieder reintrickseln wollen. Also reinlegen. Ich muss jetzt echt mal gucken. Erstmal nehme ich die ganzen Früchte mit. Hühner sind mir nicht so viele da. Das sind mehr Gockel als Hühner. Wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal alle die ganzen Gemüsefelder aus Korn. Denn das ist wichtig. Futter für die Slimes sind ist immer wichtig. Oh, wir haben schon die 30 erreicht. Das heißt, wir flitzen mal ganz schnell zu denen hier hin. Auch die, obwohl sie ja noch ein bisschen was haben. Ja, wisst ihr was? Das schmeißt man lieber ins Silo. Futtermangel ist hier noch ganz weit weg. So, machen wir mal das mal. Ihr kriegt auch gleich euer Essen. So, soll ja nicht alles verkommen hier. Oh, ist auch schon wieder voll. Wer wollte die Pokofrüchte? Oh, was, die essen's auch? Interessant, das wusste ich gar nicht. Ihr auch? Ah, das ist interessant, dass die das auch hier essen. Kriegen die das halt eben ab. Und ihr, die ihr Hunger habt, ihr, bitteschön. Salat for free. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir mal in den einen Bereich rein, wo wir die Höhle hatten. Wo wir die anderen Felder hatten. Muss ich nur überlegen, wo das wieder gewesen ist. Das war bei der Pilzhöhle. Oder Pilzbiomhöhle, nenne ich es jetzt einfach mal. Ganz professionell. Muss ja mal professionell ein bisschen wirken. Aus meiner Sicht habe ich aber das Gefühl, dass es nicht so groß ist wie der erste Teil. Also, dass man da extrem viel machen kann. Habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Dann haben wir wieder die Quaderbeeren. Okay, ist auch schon wieder voll. Voll toll. Eine Quaderbeerenlagerung. Ihr mögt doch Quaderbeeren, oder? Warte mal, ich teste mal. Doch nicht. Schön gut. Wollt euch nicht raus, raussaugen. Ja, das sind die hier. Kriegt ihr wieder Futter? War jetzt sonst noch irgendwie ein Feld? Alles schön aussaugen. Also ich will das jetzt so machen. Ich werde das so machen. Ich werde jetzt schauen, dass ich... Also ich will jetzt nicht vorpreschen oder sowas. Sondern ich möchte einfach mal... das Let's Play nicht allzu lang gehen lassen. Natürlich bin ich eigentlich so einer, der sagt... Hey, das Spiel spiele ich bis zum Ende. Aber wenn das Spiel noch in der Early Access ist, dann ist das noch nicht zu Ende. Und dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann die Entwickler mal sagen, hey, das ist neu und das ist auch noch neu. Okay.
Ich weiß nicht, echt nicht mehr, wer diese Herzbeeren ist. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich Slime Rancher aufgenommen habe. Habe mich da mehr jetzt auf die anderen Spiele noch konzentriert, die ich angefangen habe. Habe jetzt ein paar Point-and-Click-Adventure angefangen. Also zum Beispiel Luna, der Shadow Dust, The Night of the Rabbit und noch eins, was ich aber nicht verraten werde hier. Das bleibt erstmal noch mein Secret. Das ist die erste Folge rauskommt, die müsste letzte Woche rauskommen sein. Weil die Folge Slime Rancher seht ihr jetzt in der nächsten Folge. Weil ich wechsle das immer ab zwischen dem Let's Play zu Forest Village, das Strategieaufbauspiel, und Slime Rancher. So. Jetzt müssen wir nochmal unseren anderen bejungen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Panda-Slime gehabt haben. Nicht, dass das jetzt einfach nur die Statue ist, sondern der war ja wirklich, der ist ja wirklich rumgegangen und hat auch angegriffen und so. Da würde es mich schon interessieren, ob der noch da ist. Das Problem ist, wenn ich keinen anderen dazu legen tue, dann wird er zum Tear-Slime. Okay, das mit den Statuen begreife ich noch nicht ganz so wirklich. Nehmen wir ein paar Steinhühner mit. Ja, den wollte ich nicht. So. Ist schon nicht merkwürdig. Jetzt kriegt er sogar Hühner zugestellt, aber er bleibt die Statue. Sehr merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Das mit dem Slime. Mit diesem Waschbär-Slime. Viel Spaß da draußen. Ja gut. Dann werden wir uns doch mal jetzt auf Entdeckungstour machen. Begeben. So. Kurz mal auf die Karte gelinst. Der war, glaube ich, also könnt mich gern korrigieren hier. Ich glaube, der war... Der Panda-Slime, der war hier unten. Oder war der hier oben? Ich gehe mal da runterwärts. Wir können ja, können uns ja wirklich Zeit lassen. Ich gehe aber nochmal an diese Maschine ran. Da ist wieder so ein Ausrufezeichen. Victor Homebreus. Hi. Erdwex, ich hab's geschafft. Ich glaube, ich habe den super rätselhaften Code geknackt, der mir geschickt wurde. Er war erstaunlich komplex. Ich glaube, die Gilde, die den Code geschaffen hat, zeigt einen Verstand, der mit einem vergleichbaren ist. Also äußerst fortgeschritten, fast außerirdisch. Du fragst dich vermutlich, was da drin stand. Nun, ich habe festgestellt, dass diese rätselhafte, vielleicht sogar außerirdische KI eine Nachricht geschickt hat, in der steht... Hallo. Nicht viel, aber Freundlichkeit bedeutet etwas doch wichtiger. Aber im Moment, in dem ich sie geknackt hatte, erhielt ich eine weitere Nachricht. Es scheint fast, als ob dieser rätselhafte KI mich überwacht. Wie aufregend. Ich habe sie noch nicht entschlüsselt, aber der Code ist wesentlich komplexer. Das sollte Spaß machen. Nun zurück zur Arbeit. Und da haben wir die Mochi Miles. Kennen wir die nicht aus dem ersten Teil? Na da, schau her. Beatrix Leerplay unterwegs zu einem neuen Abenteuer und kein Gedanke daran, ihre gute Freundin, manchmal Rivalin und für immer Mentorin Mochi Miles mitzunehmen. Ernsthaft, Bea, wenn du nächstes Mal in gefährlich unbekanntes Terrain reinst, könntest du es mich wenigstens wissen lassen. Ich wäre gerne da für dich, falls du mich brauchst. Und zum Helfen, alle die wertvollen Ressourcen zusammen, die anscheinend überall auf dieser Insel verteilt sind. Was? Denkst du, ich wäre selbst auf Erkundungstour gegangen? Wo sind Überwachungssatelliten gut, wenn sie nicht rumschnüffeln können? Sei dann jedenfalls Vorsicht da draußen. Die Insel kommt irgendwie seltsam vor, also werde ich dich weiter herumstochern.
Auch noch, nachdem ich weiß, dass du bei Null anfängst da draußen, nimm die Raffinierverbindung, sollte dir die Dinge erleichtern. Ich schreib's dir einfach auf deinen Deckel. Bis später. Raffinierverbindung, okay. Jetzt im Fabrikator verfügbar. Ich will eigentlich auflegen. So, okay, im Fabrikator haben wir was Neues. Das schauen wir uns natürlich an. Das war wirklich Mochi Mais aus dem ersten Teil. Im Fabrikator, wollen wir sehen, was das Ding braucht. Ja, dafür meine Tiefensohle jetzt opfern. Erlaubt es dir, aus der Ferne Ressourcen in der Raffinerie zu platzieren? Nee, habe ich jetzt nicht nötig, sorry. Erstmal wieder rausfinden hier. Wisst ihr, da quatschen wir und quatschen wir und quatschen wir und dann sind wir doch noch nicht auf Erkundungstour gegangen. Da gehen wir jetzt aber auch. Die Plots von den Slimes können wir später aufheben. Und falls Tears in der Nähe sind, dann werden die jetzt nass gespritzt. Gucken, wo muss ich lang? Nach links. So. Bis jetzt habe ich so das Gefühl, dass es nicht so viel gibt. Also macht auf mich jedenfalls so den Eindruck. Da haben wir wieder Tiefensohle, oder heißt das so? Ja, Tiefensohle, da haben wir sie. Mal weiter umgucken hier nochmal ein bisschen. Ich finde es schade, dass die Quellen so wenig davon hergeben. Kann mich auch irren, dass hier auch mal irgendwelche Kristalle. Ah, da ist wieder so eine Vase. Ja, die gibt's jetzt, da gibt es jetzt nicht so sonderlich. Viel Spaß beim Essen der Hühner. Aber hier ist wieder so ein Erz. Gucken, wo bin ich? Nicht, dass ich die Orientierung hier verliere. Ah, da ist noch so eins. Aber ich glaube, von denen kriegst du am meisten hier. Habe ich das Gefühl. Einfach mal jetzt. Ja, ich weiß, es wird schon wieder dunkel, aber ist mir jetzt gerade egal. Ist mir egal. Egal, sowas von egal. So, kann ich hier Wasser tanken? Nö. Ist zwar ein Wasserfall, aber hey. So, aufgefüllt ist's. Gucken wir uns einfach wieder ein bisschen um. Auch schön immer nach Erzen umgucken. Welche Richtung schlage ich da gerade ein? Ja, wir können mal da lang gehen. Können wir nicht. Obwohl, ich habe ja jetzt den Chat weg. Na komm! Ist dein Ernst? Wollte schon sagen, ey. Wo sind hier Tears? Irgendwo da unten. Was? Das sollten wir auch ab und zu mal mitnehmen. Das brauchen wir bestimmt nochmal. Erstmal hier landen.
Dann hier hoch. Da haben wir wieder eine Vase. Ja, da ploppt ein Honigslime raus, aber der nützt mir jetzt nicht viel. Das sind die Teerdinger. Ich glaube, das war's mit den Teer-Slimes. Ist auch irgend so ein... Ist das dein Ernst? Da hast du denn schon wieder welche? Aber was mit dem Jetpack haben wir jetzt fast unbegrenzte Möglichkeiten, irgendwo wohin zu gelangen. Okay, ist einfach nichts von der Menge. Mal hier irgendwo rauf. Okay, da ab und zu mal zickt das Jetpack. Hier ist nix. Einfach mal weiter gucken hier. Warte mal, da ist eine Höhle. Okay, von denen habe ich leider nichts. Weg mit euch, ihr bösen Herrs. Leider habe ich da... Jetzt wissen wir jedenfalls, dass da was ist, sondern in der Höhle am Wasserfall. Ja, jetzt zieh dich. Hier kann man jetzt halt wirklich überall hinschauen mit dem Jetpack. Ich glaube, hier wird nichts sein. Da haben wir wieder diesen komischen Honig. Also mit Erztour sind wir halt gerade ziemlich erfolgreich, finde ich. Warte mal, wenn ich jetzt hier rüber liege. Oh, wieder schlecht gelaunte von euch. Haut ab. Mann. Das ist ein Pink Slime? Ja. Ach nee, komm schon.
Ja, da gebe ich das hier auf. Na komm hoch. Oh Mann. Mensch, geh mir nicht auf die Nerven, stirb. Ich muss wirklich warten, bis meine Auswahl komplett oben ist. Ja, was ist denn los? Einmal da hoch. Dann wieder warten lassen. Dann da hoch. Ach, jetzt kümmere ich aber die Terra-Slimes. Okay, wo bin ich hier? Reines Erz. Hier ist nichts Besonderes. Weil da unten drunter war was. Ah. Prima. Wurzelgewirr. Okay. Ich muss dich ab und zu mal wegschießen, weil du scheinst schlecht gelaunt zu sein, mein Freund. Was ist hier? Was bist du? Was immer das auch gewesen ist. Ja, scheiße. Jetzt habe ich die strahlenden Erz weggeschossen. Ah, die sind noch da. Haut ab. Gott sei Dank. Jetzt aber wieder Frieden hier. Okay, was haben wir hier noch so? Oh, hi. Ich habe ja ganz vergessen. Ab hier bringt das nichts, hier hoch zu versuchen, hier hoch zu hüpfen. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Und da haben wir schon wieder die Buddies. Unten ist nochmal so ein Honigding. Da war so ein Panda. Ah, die greifen die ganze Zeit jetzt an, oder wie? Warte mal, vielleicht kann ich ja da oben hin. Könnte klappen.
Ja, jetzt kann ich nicht mehr helfen. Oben ist wieder so ein... Oh, und da sind auch die Buddies wieder. Wenn wir jetzt wirklich, wenn so ein Waschbär noch da wäre, dann... Ja, ja, beiß mich ruhig, du. Alter, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Bürgerpop Gigi-Log. Die riesigen Pilze auf dieser Insel sind verantwortlich für die vielleicht größte botanische Entdeckung meines Lebens. Tut mir leid, dass das ein Geheimnis ist. Alles klar. Sonst ist hier nichts gerade, oder? Ja, da habe ich kein Wasser gerade wirklich viel. Okay, da oben. Was? Oh, was sind das? Ein Flatter-Dingsbums, oder? Und jetzt auch noch so hier von seinen kleinen Artgenossen, welche da wären. Würde ich es mir glatt überlegen. Ich habe keine Ahnung, was du magst, aber hier ist wieder so ein Waschbär-Ding. Also, magst du Wachs? Nee, mag er nicht. Ey, du Dickerchen. Aber interessant, dass es sich das hier gibt. Wäre schön, wenn es halt von seiner Art jetzt hier welche rumfliegen würden. Und da ist ein Portal. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Aber da will ich jetzt vorerst noch nicht durch. Die ganzen Bunny-Wannies sind da, aber nicht diese anderen, diese Flatter-Dinger. Oh, aber den gibt's hier. Moment. Im Pfützleim. Den nehme ich mit. Aber soviel ich weiß, braucht der Wasser. Oh, mein... Im Pfütz... Buddy. Aber Sicherheitsberichte wären noch ein anderer Slime. Oh, noch mehr. Hallo, Buddies. Ihr kommt alle mit. Weg mit dir, Dickerchen. Nicht so cool. Ah, ah. Da ist einer. Ja, damit. Flatter Slimes. Jawoll. War nur 3 Stück, aber hey, man, damit sollte man zufrieden sein. Finde ich gut, finde ich saugut. Ah, da sind noch mehr. Hi Freunde, ihr werdet jetzt alle eingesaugt. Eure Plörts habe ich noch gebraucht.
Alter! Oh. Okay, Entschuldigung. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir wieder zurückkommen. Habe ich nicht so ein... Motionskriegerverrücke? Hä? Okay, jetzt muss ich ganz vorsichtig wieder zurück. Sag mal, okay, den Fitz-Slime, den kennen wir noch aus Slime Ranger 1. Aber den Flutter-Slime, den kennen wir nicht. Und den brauchen wir halt wirklich, um weitere Upgrades zu machen. Aber gut, dass wir jetzt den gefunden haben. Bin ich sogar richtig happy. Ja, jetzt gehe ich gerade wieder zurück, gut. War echt nice, dass wir die gefunden haben. Ja, wir sind schon in der richtigen Richtung. Mal hier. Sprinterstiefelmodul. Das ist gut. Oh, du wieder. Müssen wir jetzt auch wieder zurückfinden. Die Folge geht schon 33 Minuten. Lecco mio grande, ey. Ja, aber es macht halt so viel Spaß, das Spiel. Es sieht zwar so nicht mehr so die top modernste Grafik oder so, hat, muss es, braucht es ja auch nicht. Aber wenn ihr bedenkt, wie schön farbenfroh das ist, wie viel Liebe zum Detail das ist. Ganz ehrlich, da kann man schon ein Auge zudrücken oder zwei. Oder? So. Brauchen wir ein Gehege mit Wasser. Weil so überleben die kleinen Fitzlimes das nicht. Aber wenn jetzt der Panda-Slime da nicht will, dann kriegen eben die Flutter-Slimes das Gehege von ihm. Doch herrlich. Ich sag ja, es müssen ja nicht immer die neuesten von neuesten Games sein, es können auch alte Games sein, die gut sind. Und wer da das Gegenteil behauptet, der lügt. Schauen wir mal. Ja, das strahlende etwas bricht uns halt dauernd das Genick.
Noch ein wilder Honig und den Flatterplurt, den kriegen wir ja auch bald. So, hier war doch, hier ist doch irgendwo ein leeres Gehege, oder? Ne, da war kein leeres Gehege. Ich glaube, das muss Dagi gewesen sein. Ja genau, ich kann mich noch erinnern, wie ich den Hasen Pink Slime daraus geschleudert habe. Tschüss. So. Jetzt ist nur die Frage, was essen die Flutterplurts? Flutterslimes. Mal gucken. Nahrung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Muss mal halt schauen, ob die eine Alternativnahrung essen. Hühner ist ja nicht, oder? Sah schon gut aus. So, jetzt machen wir noch ein anderes Gehege hier. Gibt's da dafür auch noch Upgrades? Nö. Gut, aber da können die... Können die Dudes hier hier ein bisschen rumwandern. Was essen nochmal die Pfützenslimes? Nahrung, Wasser. Okay, also brauchen wir die nicht füttern. Okay, klar. Aber wie gesagt, die Nahrung mit den von den Flutterplurts. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Finden wir auf jeden Fall noch raus. So, jetzt haben wir die. Ich hoffe, die können nicht flüchten richtig. Ah, die werden wir schon wieder einfangen können, wenn dann. Du hast hier bei den Hühnern nichts zu suchen. Schau, das Land winkst. So, meine Freunde, dann sage ich mit diesem wunderschönen Bild ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und dann sage ich mal, bis bald und tschüss.